Timmy. Ja. Timmy. Komm, lass küssen. Tim ja, ne. Kann jetzt nur Crewmate werden. Es gibt jetzt einen Imposter, der kann für kurze Zeit sich so aussehen lassen wie ein anderer Crewmate quasi. Der kann so Rolle weg, hier so aussehen. Wie? Ändern. Aussehen? Ach genau. So Double-mäßig. Genau. Ah, okay. Wie so ein Double. Und ein Guardian Angel habe ich angemacht, ne? Man kann seine Begleiter jetzt petten. Okay. Lol, ich kann cool. Georg streicheln. Miau. Das sieht so cute aus, aber auch ein bisschen weird. Das ist mich mit meinem Sohn die alleine. Die wichtigen Änderungen. Hahn, man sieht sich wirklich kein bisschen. Bless Georg in den Chat. Danke für den Hype Train. Auf nach Stufe 15, Chat. So, hier ist schon Tau. Wird nochmal streicheln hier, geht aber nicht, ist zu eng. Bin ich gespannt. Gibt einen Shapeshifter, ne? Wie der genau funktioniert, null Plan. Man guckt in die Cam und man sieht nur Leute ihre Pets streicheln. Ich will auch ein Pet. Warum habe ich kein Pet? Ich kann bellen, Maluna, wenn das reicht. Oh. What the fuck? Was? Ich habe gesehen, Lumi Richtung Specimen. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Ich habe Base noch gesehen. Wo liegt denn die Leiche? In Lifeline. Also kurz davor. Dann möchte ich ein Plädoyer für Brücki aussprechen. Der ist nämlich unschuldig. Dieses Plädoyer möchte ich gerne zurückgeben. Auch Kutscherlol ist absolut unschuldig. Ich vertraue euch nicht. Wo seid ihr zwei? Mau war bei das mir gerade im Camp, oder? Was? An, ja. Wir sind gerade aus Specimen Richtung Admin raus, in dieser Dekontaminationskammer-Dings-Teil. Rich und ich, wir haben unsere Tiere gestreichelt. Das war sehr schön. Das habe ich mein nicht gesehen. Okay. Ich mein Sohn und du dein Twitch-Zeichen. Ja, ich habe mein Twitch-Prime gestreichelt. Fand ich auch gut. Came up from the bottom. Also haben wir keine Info eigentlich. Nee. Cool. Ich hab Georg gestreut. Wo ist denn der Rest? Ich hab mal Luna ins und dann gesehen. Ja, ja, genau. Ich hab rausgevotet. Kann ich so. Bestätigen. Ich war nur, wenn's drin. Ein großer Fan vom neuen Update. Ich bin Fan von dir, Burrito. Was ist denn anders? Danke, gebe ich gern zurück. Ich wollte mal Tiere streichen, Masat. Ach so. Burrito, ich dachte, du hast dir den Namen Jeopardy selber ausgedacht. What? Was ist darauf? Warte mal, fuck. Meinst du das jetzt ernst, Franzi? Ich kannte das nicht. Das ist ganz, ganz, ganz drauf. Also ganz stark kurz, ausgeliehen. Burrito hat ist doch kein Eigenname, ne? Burrito hat 1960 irgendwann Jeopardy erfunden. Ja. Ich hab die Marke actually in Amerika als nächstes erzählt damals. Er mir, dass Burrito auch nicht selbst ausgedacht ist. Miau. Manu, ich war voll enttäuscht. Ich hab voll dein Format gestern verteidigt. Kennst du nicht das Jeopardy-Theme? Was? Du kennst das Jeopardy-Theme? Das Jeopardy-Theme? Gib mal ein. Das stimmt, aber ich... Halt dim, so. Dim, 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 aber danke, Franzi, dim, dass du mir sowas zutraust. Ich hab's dir nicht zugetraut. Ja, das klang halt so komisch. Ich dachte, das muss halt safe irgendwie. Weiß ich nicht. So wie Marsh Gammon oder so. Jeopardy ist, glaube ich, die bekannteste Quizshow im Fernsehen. Ja? Für uns vielleicht, also so als Deutscher, ist es wahrscheinlich, Wer wird Millionär, aber Jeopardy ist, glaube ich, so international. Neben Wer wird Millionär wahrscheinlich so die bekannteste Quizshow oder nicht? Und Lumi kennt's nicht. Lumi weiß nicht. Was halt, ne? Im deutschen Dunstkreis ist natürlich vielleicht ein bisschen was anderes. Aber Jeopardy. International ist ein bisschen bekannt. Wo ist denn das Ding hier? Ja. Thank you.
mir auf. Timmy. Ach, so, oh, Leiche gefunden, aber keine. Oh mein Gott, gesehen. Drei Leute. Da waren aber sehr, sehr fleißig, die Killer. Weiß nicht, drei, ja. Ja, recht. Ich habe Hahn. Warte mal, hatte ich schon, als ich Lifeline geschaut habe, waren glaube ich nur zwei tot. Nicht sicher. Ich habe Hahn in der Admin gefunden. Wo kamst du her? Aus. Also von Admin Richtung O2 entgegengelaufen. Ich hab, Hahn ist mir noch entgegengekommen. Ich habe ihn noch gesehen, wie er zu Admin reingelaufen ist. Wie lange ist der Kill her? Weiß man das? Ich habe mal an eine Leiche geschnüffelt, weiß ich nicht. That's weird. Kurz schau nicht so her hochgelaufen. Aber der kam aus Weapons. Nach Weapons, glaube ich. Wo ist Weapons? Warte kurz. Mit unten. Davor kam ich, glaube ich, aus Admin. Die Runde ging ja noch nicht lange. Da, wo die Leiche schon, liegt. Oder? Nö. Ich habe in der Zeit Weapons gemacht. Ich habe noch die gesamte Weapons-Aufgabe gemacht. Burrito stand dann da. Dann kam der Reaktor, der ging ja die ganze Zeit. Und dann bin ich irgendwann hochgerannt. Ich weiß gar nicht, wo ich davor war. Ich glaube, ich habe nicht viel gemacht. Panda, was kannst du denn sagen über Informationen? Du warst doch auch bei Admin, oder nicht? Du hast die Lifeline gemacht, dann warst du ja bei Admin, richtig? Nee, ich war O2, als der Ding Alarm anging. Dann bin ich rausgegangen. Lumi ist mir gekreuzt. Ich glaube sogar Richtung O2 rein, oder? Oder bist du hoch? Ja, ich war in Weapons drin, habe meine Weapon-Task gemacht. Dann bin ich in O2 rein, habe da noch irgendeinen Task gemacht. Ich weiß gerade, ich glaube Kabel. Und ich bin gerade oben auf die linke Seite zum Reaktor. Da kam mir Brökchen und Burrito entgegen. Dann bin ich außenrum, also nicht links Richtung Admin, sondern einmal ganz außen und dann rechts rein. Hab Lifeline geschaut. Ich glaube, da waren nur zwei Leute tot, aber ich bin nicht 100% sicher. Und wo war denn die zweite Person? Dann bin ich weiter Richtung Admin. Tiefer rein und dann lag Hahn. Tim, wo bist du hin? Ich war bei dir mit der Hand und dann bin ich rechts, weil rechts keiner das gemacht hat. Ich hab rechts. Und dann war ich da mit Baso und Lesk, glaube ich. Okay. Ich bin im Lab gewesen, ich kam erst später dazu. Also sehr verspätet kamen halt erst Lumi und Kutscher, ne? Zum. Ich kam ganz am Ende, kamst du mir entgegen. Ich bin mit Kutscher hochgelaufen, ich hab's noch gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass Lumi Drähte durchgeschnitten hat, sondern vielleicht Teilschlagadern. Ich glaube, Burrito ist unschuldig. Warum bist du heute so? Warum bist du die Runde über so freundlich zu mir? Weil du bei Weapons warst, während ganz viele Kills gefallen sein müssen. Ich glaube, Kutscher war's. Okay, ja gut. Burritos schmecken eh scheiße. Junge, jetzt nimm's zurück. Burrito ist übel lecker. Ich hab wieder null Plan. Null! Ja, ich muss hier rein. Brauch gleich mal eine Pause, eine kurze. Das ist sehr wichtig. Pause. Vor Brainlag, weil Brainlag brauchen wir auch noch ordentlich Brainpower. Sonst mache ich dem Formatnamen alle Ehre gleich. Obwohl ich erst seit 8 Stunden streame, ne? Also gar nicht so krass lang, aber ich habe ja auch wirklich nur so eine Mini-Pause gemacht im Endeffekt. Ah! Linda ist tot. Ihr Schweine habt Rookie getötet. Ja. Ich hätte vorher gesagt, auch Linda ist tot, aber Linda ist gar nicht tot. Der liegt unten am Admin-Pult, aber ich habe nicht geschaut davor. Das war nicht so smart. Scheiße, wer war da gerade? Ich glaube, ich kann Kutscher und wer war noch links? Lesk nee, kann ich, glaube ich. Lesk ist aber auch gerade bei O2. Ja, ich bin im Boiler Room gerade. O2 war ich aber auch gerade. Wo denn? Echt? Ja, das kann ich auch bestätigen, glaube ich. Von wo bist du in O2 reingelaufen? Von oben? Ich? Nee, von unten. Ah, okay. Und dann habe ich Gas aufgefüllt und raus. Unten am Admin-Pult. Oh. Unten am Admin-Pult? Ja. Ja, dann kann ich Baso da rausnehmen. Aber ich dich nicht, Lumi. Aha. Wir waren doch zusammen im Specimen. Ja, aber wir waren doch auch zusammen im Lab. Du bist nicht mehr im Specimen gerade, Lumi. Und du bist unten am Admin rausgegangen. Ja, weil ich gerade in der Decon drin bin. Ist da jemand in der Decon drin, Panda? Unten? Hä, wen habe ich denn gerade in der Cam gesehen? Panda, ist da jemand in der Cam? Ich höre Panda nicht. Hallo? Ja, hallo, hinter dir. Ich habe einfach drauf gedrückt auf den Report. Ich habe nicht auf Admin-Pult geschaut oder sonst irgendwas. Ich meine, ob jemand in der Decon unten drin ist. Das hört man ja, wenn da so schmackt. Nee, da war nichts. Aber ich habe legit meine Cam offen. Ich stehe in diesem Decon drin.
Und ich war vorher mit Panda und Baso im Lab. Ich bin dann als erste ins Specimen rein, hab meinen Download gemacht. Dann kam Baso rein, die war dann an der Zahlentaske, als ich gerade losgelaufen bin, unten in die Decon. Aber wenn Panda da unten in Admin reportet hat, dann müsste halt ja sein, doch sehen, dass, dass da während dem Zeitraum dieser Effekt schon weg ist. Hatten die Cam irgendwas ja die Tür gesehen? Oder? Oh. Aber Panda ist jetzt auch einfach raus. Also. Das hat keinen Bock mehr. Ja, ist ja jetzt auf 20:30, ne? Reicht. Ja. Haben wir zwei Minuten. Zwei Minuten hätten wir nicht glaubt. Ja, gut. War das Kutscher gerade? Hast du gerade jemanden gesehen? Ja, ich habe Flesk unten bei O2 stehen sehen. Burrito läuft da auch irgendwo rum, unten links. Ja, ich habe Gasflaschen aufgefüllt, genau. Und sonst nichts. Ich müsste wahrscheinlich jetzt eigentlich drauf kommen können, wer es ist, aber ich bin echt einfach gerade echt nicht schlau, deswegen weiß ich es nicht. Vielleicht Lumi. Wo war Flesk und Timmy? Ich war im Boiler Room. Ich war auch bei der Cam die ganze Zeit. Boah, drei für Franzi direkt? Krass. Boah, dann hat der Imposter vielleicht Gerechtigkeit. Achso, okay, alles klar. Dalukat, Dankeschön für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest einen super Stream. Freue mich auf den ganzen Kram, den wir morgen machen. Ne? Ein paar Sachen sind es, glaube ich, morgen. Ich glaube, wir haben ganz früh Valorant morgen. Um 10, nachdem ich kurz mal geschlummert habe. Um 9 mache ich den Stream wieder an, glaube ich. Also mache ich nicht an, der bleibt an, ne? Aber übernehme ich wieder. Ich freue mich, weil wir fürs Berliner Tierheim sammeln. Galo hatte, glaube ich, eh schon irgendwie Overlays heute drin. Also sind jetzt 15.000 Euro zusammengekommen. Kommt hoffentlich noch eine Menge dazu. Und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt noch ein bisschen einschaltet. Wir spielen nämlich gleich noch Brainlag, aber eine neue Edition, eine Team Edition. Mit ein paar Änderungen, aber es wird hoffentlich trotzdem sehr cool. Dalu muss diesmal aussetzen, weil Dalu OP ist im Brainlag. Nicht Burrito, ich hab doch gewusst, dass er unschuldig ist. Burrito ist, der liegt in Upper Decon, also in der Schleuse, durch die man ins Specimen reinkommt, aber oben beim Lab. Dann kann ich Philly und Timmy rausnehmen. Ich kann Linda ausschließen, Franzi, Timmy. Hammer mischig. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur Vlesk und Mazard, ne? Ja. Die anderen waren ja alle links. Eins gegen eins, Mazard. Eins gegen eins, ja. Keine Ahnung. Ich war gerade auf dem Weg von Office, von Lifeline runter zu Cops. Ja, da habe ich mal Luna auch in der Cam gesehen. Ja. Das würde jetzt nicht einfach selber reporten, aber ich glaube, Mazard hat irgendwie auch, nicht? Dass sie nicht lügen würde. Würde er nicht. Vielleicht ist es auch Baso, weil die hat Franzi ganz schön gepusht. Aber ich bin in Cams, Hase. Die sind doch an. Ich doch auch. Da sitzen wir gerade zusammen. Du bist das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ist halt wieder der Camplay, Kutscher. Nee. Nein, ich weiß auch, dass du Licht Wenn ihr alle decken könnt, dann bleibt er wirklich nur. Hab ich? Hast du nicht? Weiß ich nicht, glaub nicht. Ich war in Camps. Wer hat's denn sonst gemacht? Philly und ich sind reingekommen und dann kamst du da von links von den Camps. Weil da haben wir schon einen Killer raus eigentlich. Nee, Franzi, das ist ja auch Schabernack, den du da hast. Ich glaub nicht, weil gerade wollten zwei doch Lumi voten, oder nicht? Ja, aber das waren so viele, das hat mich ein bisschen von Lumi weggebracht tatsächlich. Wobei ich halt auf jeden Fall Lumi gewollt habe. Ach so. Linda auch, aber wer war Nummer 3? Ja, aber dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich wäre der Kill ja gar nicht mal so smart gewesen, weil sie weiß ja, dass ich sie vorher als Specimen gesehen habe. Deswegen aber es hat mich zwei halt Imposter Lumi dann geworden, oder ne? Ja. Das konnte schon sein. Und ein Lost Crewmate. Ich glaube, es ist das Pferd im Raum. Alright. Und es ist Flesk. Das ist falsch. Also mit den Infos, die ihr mir gebt, muss ich mal Luna voten an der Stelle. Ich bin's Maluna habe ich in der Cam gesehen, die war bei Admin. Das macht ja keinen Sinn, wenn der Kill oben haben, oder? Bei... Kannst du einfach runterwenden? Wo ist der? Klo. Ach, kann man da in den Admin-Raum unten reinwenden? Ja, klar. Ja, scheiße, das ist Mazard, Mensch. Hä, nein. Ich hätte Mazard voten sollen, fuck. Ich bin aber von Lifeline runtergelaufen. Ich weiß es nicht. Was? Oh, weia, das könnte auch ein Fehler sein, Leute. Mazard, falls du unschuldig bist, tut's mir leid, aber ich bin's leider auch. Die konnten sich ja alle gegenseitig rausnehmen, weißt du? Oh, und Philipp hat im letzten Moment noch versucht zu tun, als ob er... Ne, es ist Philipp.
Okay, ich hätte vielleicht warten sollen, aber das war zu funny. Lesk ist also tot. Moment mal. Lesk ist auch gerade erst gestorben. Okay, ich hätte wirklich warten sollen, aber ich habe einfach gedrückt. Da war dieser Morphling-Imposter und der war ich. Also der ist zu Baso geworden und hat Lesk gekillt. Und ich hätte einfach warten sollen, aber ich dachte so, oh, das bin ich und ich habe jemanden umgebracht und dann habe ich einfach reported. Das war genau vor Admin. Und ich hätte einfach warten sollen, weil der hätte sich ja bestimmt zurückverwandelt, aber naja. Timmy hat auch letzte Runde genau gar nichts gesagt. Ja, ich muss ja auch nichts sagen, ich bin ja die ganze Zeit bei euch gewesen, die letzten Runden. Ja, weiß ich nicht, kannst du trotzdem was sagen. Tür. Also das Ding ist, ich hätte eigentlich warten müssen, aber wir haben nur noch einen Imposter drin und die anderen zwei Crewmates, die hier gerade noch drin sind, müssten eigentlich wissen, dass ich das nicht reporten würde, wenn ich jetzt noch der Imposter wäre. Wäre ja Quatsch so, wäre ja immer weiterlaufen. Der Imposter aber auch sagen, du, ne? Ja, aber wir können auch als Crewmates jetzt noch gewinnen, glaube ich. Das stimmt. Also wir sind uns ja schon mal safe, dass Mazat Imposter war. Ne? Ja, das wäre jetzt vorbei. Die Einzige, die... Ja, Panda ist auch disconnected, aber... Ja, aber so. Es wäre jetzt vorbei. Ach ja, stimmt. Ja, okay. Aber nein, trotzdem, es wäre jetzt vorbei, wenn jetzt noch zwei Imposter drin wären. Ich habe vorhin letzte Runde für Vles gewotet und Mazat ist trotzdem geflogen. Wie viele Votes hatte Mazat? 3, ne? 3. Ja. Ich habe auch für Maluna gewotet, aber nur, ich weil ich Mazat mir gewotet. So unsicher mit der Vent-Sache dann war. So. Ich habe Skip votet tatsächlich letzte Runde. Das kann nicht sein. Das geht es nämlich nicht auf. Skip. Doch, es gab zwei. Ja, sicher gab es einen Skip. 2 haben geskippt und 3 haben Maluna gewotet. Nein, 2 haben auf Vles gewotet. Achso, ja, 2 haben auf Vles gewotet. Skip. Ja, vielleicht ist er, wurde er nicht angezeigt oder so. Ich habe auf jeden Fall nur die Votes gesehen. Jetzt müssen wir nochmal das Franzi-Baso-Ding von der ersten Runde aufströseln, schnell. Was war ja, das da Ding los? Ist halt, ich dachte, das ist quasi genau auf der Linie, die Lumenti gelaufen ist. Mhm. Und Panda hat halt nicht gesagt, er hat unten Deacon gesehen oder nicht so. Aber then again wäre es natürlich auch nicht der smarteste Kill, weil sie hat mich ja gesehen in Specimen und ich habe sie gesehen, so. Aber, ja. Sabrina. Ja. Dankeschön für die 150 Euro Spende. Absolute Legende. Aber eigentlich können wir jetzt einfach skippen. Ja. Andreas, danke für 40. Pete Badman, danke für die 50. Ich hätte einfach warten sollen. Am 15k, oder? Vielleicht lügst du auch, da war gar kein 3 Euro noch. Das wäre natürlich auch smart. Nee, das wäre die erste Runde, dass ich was Smartes gemacht hätte. Hast du auch wieder recht, naja. Weißt du was? Die springe ich um. Das finde ich gut. Es ist. Ist Lumenti. Ja. Es ist der. Der Ochse. Oh, Thomas. Warum reportest du für. Achso, ja. Linda. Warte mal, Linda ist tot. Ach so, nee, hä, easy, ja, das ist Tim. Ist es. Ja, ja. Okay. Aber wir hätten doch einfach warten können, bis er sich zurückverwandt. Ja, aber ist ja obvious jetzt. Warte mal, ich muss kurz überlegen, dass ich keinen Scheiß mache. In welcher Welt bin ich das? Warte mal ganz kurz. Der Morph-Link-Typ kann sich in eine Farbe verwandeln, ja? Ja. Was denn für eine Farbe? Ja, nee, nicht Farbe, der sieht dann genauso aus. Und Baso hat ja gerade Baso abgestochen und wir beide standen ja daneben. Ja, aber war das letzte Philipp. Runde nicht auch? Ja, aber jetzt. Also ja, das bestätigt es ja nur noch. So, wen habt ihr denn jetzt gewotet? Ich raff legit nicht, was abgeht. Hey, Philipp, bist du. Ich raff no joke, was abgeht. Ja, ich will jetzt auch mal ein bisschen überzeugt werden. Ich hab das nie. Ich will jetzt mal bezürzt werden von euch. Na gut, dann let's go. Oh Mann, ja, Philipp, ich hab nicht gewotet, weil ich keine Ahnung hab, was gerade abgeht. Deswegen. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Warum? Ja, weil. Hä? Wen hast du gewotet, Franzi? Also das macht so keinen Spaß, wenn ihr nicht mal ein bisschen... Ich wurde jetzt Tim. Oh. Ich dachte nur, ihr zwei wärt bei mir. Was machst du? Warum votest du, Philly? Warum skippst du das 1v1? Ich hab nicht gesehen, dass Lumenti da war. Ich hätte mich noch schön bequatschen lassen von dir. Das war ja gar nicht Lumi. Oh mein Gott! Arme Mazat, ey. Warum dachte ich denn die ganze Zeit, dass es Lumi war? Das ist auch
nicht. Tim, du hast das 1v1 geskippt. Du hast das 1v1 mit Bless geskippt. Ich wollte den same Play mit Barso nochmal machen und dann standen Kutscher und Barso aufeinander. Und dann habe ich Barso gekillt. Ja, ich habe auch gedacht, das war bestimmt mit Absicht. Das war so unlucky. Ja. Ich wollte eigentlich mit Barso ins 1v1 gehen. Wenn du mich gekillt hättest, wäre interessant geworden. Ich wollte so dringend mit Barso ins 1v1 gehen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe gewartet, um zu sehen. Also, nee, warte mal. Ich stand ja auch da. Ja, aber so, selbst also, wenn du Bar. Was, sorry, wenn du. Hättest du Philipp gekillt? Nee, warte, das hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Nee, weil dann wäre er zweimal Bar so. Ja. Also, stimmt, das hätte wenn er zweimal Bar so steht, ist ja auch klar, dass Tim ist, ja. Tim, ja, das hat mich so gekillt gerade. Ja, nee, war ein Kackplay tatsächlich. Aber der Gedanke war wenigstens interessant. Ja, das ist. Enti. Ja, aber was für 1v1s gibt? Die standen doch beide nebeneinander. Nein, das ist 1v1 mit. Du hast das 1v1 mit Vless und mir geskippt. Was wäre drin geblieben, wenn du nicht geskippt hättest? Ja, nicht gewotet hättest. Ja, aber ich habe zu früh gewotet. Ich wusste nicht, dass auf einmal Vlesk gewotet wird.